Hallo Leute und herzlich willkommen zu Trains in World 4. Wir schauen mal, was wir heute fahren oder was wir spielen, was wir zocken. Ja, ich habe gedacht, wir fahren mal mit der 425 heute von Bremen nach... Ja, warte mal. Was haben wir denn hier? Ich würde sagen... Einfach mal von Bremen nach Nordham. Bei klarem Wetter. Durchgehend klar, ohne Verzögerung, ohne Mixmax. Nicht so wie draußen, ne? Ich wette mit euch, ihr habt es schon gesehen, draußen ist Shitwetter. Deswegen wünsche ich euch, nicht rauszugehen. Ihr werdet da draußen erfrieren und Probleme haben. So, Leute, fahren Sie den Personenzug von Bremen nach Uhde. Das machen wir. Machen wir den hier auf vor. So. Einmal rechts die Türen auf. So, was brauchen wir noch? Was haben wir noch? Signallichter sind an. Scheibenheizung brauchen wir ja nicht. Ja. Eigentlich nichts. Einzigste, wir checken mal kurz hier. Unsere Beschilderung da draußen. Hallo. Hallo, liebe Bremer. Hier steht einmal Gleis 2. Delmhorst, Hude, Berne, Esflat, Kirn, Nordham. Danach kommt die RB nach Osnabrück. Da drüben steht der... Okay, das ist eine RE. Alles klar. Ja, da steht ein IC nach Leipzig. RE nach Nordham. Da haben wir es. So, Achtung. Wir machen hier ein Screenie. Gehen wieder in unseren erste Klasse Pult rein. Machen hier zu. Eine gute Fahrt wünsche ich euch. Dann machen wir hier noch die PZB und SIFA wieder an. Jawohl. Machen wir nochmal Abfahrt um 6 nach. Schauen wir mal, was wir hier kriegen, ne? Vielleicht kriegt man hier ein schönes Screenshot. Wenn das Dach nicht im Weg wäre. Ja, die steht ziemlich weit hinten. Schade. Ja, nee, wir lassen es so, wie es war. So, Türen zu. Fenster auf, heute ist warm. Und wir haben Abfahrt. Abfahrt aus Bremen mit der 425 Quiji. Wir fahren mit 40 raus. Erstmals. Ab da vorne dürfen wir dann 50. Oh, die TRI fährt hier auch. Dass man das. Hier ist einiges am Zugverkehr da drüben. Wahnsinn. Ich darf gar nicht so abgelenkt sein. Wir dürfen auf 50 beschleunigen. Hä? Doch nicht? Okay, Leute. Mein Fehler. Sorry. Wollte ich nicht, lieber Zug. Ich habe gedacht, das Signal hat mir 50 gezeigt, aber das gilt, war ein Vorsignal anscheinend. Fahren wir halt mit 40 weiter.
Ja, der nächste halt ist dann Delmenhorst. Ah, da dürfen wir dann fünf. Ne, das ist wieder ein Wiederholer, glaube ich. Ja. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Ich kenne mich mit diesem PZB gar nicht so aus, aber ich wusste jetzt nicht, warum ich das nochmal bestätigen soll. Muss ich aufwärts auch bestätigen? Ich habe immer gedacht, nur abwärts, aber okay. Anscheinend aufwärts. Jedenfalls ist das nächste Signal dann 60er. So, ich mache erstmal die Ansage. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen bei Regio Niedersachsen in RE nach Nordham. Der nächste planmäßige Halt ist Delmenhorst. Die Ankunft in Delmenhorst circa 12.15 Uhr. Ab hier sind dann 60 erlaubt. Jetzt haben wir wenigstens freie Sicht auf den Hafen. Die Weser. Ah, schön. Herrlich, ich liebe diese Strecken im Norden. Könnte es mehr geben. Ja, 11 Kilometer. Redlicher Zugverkehr hier. Wir lassen uns einfach rollen. So. Ist das jetzt ein Hauptsignal? Ab hier dürfte ich ja. Jawohl. Ab hier darf ich beschleunigen. Natürlich voll in die Eisen, dass die Leute hinten reingedrückt werden. Streckenmonitor gibt es hier leider nicht, deswegen musste ich schauen, was die Streckengeschwindigkeit ist. Hier aktuell in dem Bereich 120. Schön kurzes, aber knackiges Szenario. So Leute, aber mal eine Frage, was haltet ihr noch von diesem Zug 425? Ihr seid ja verwöhnt wahrscheinlich mit Neu-Shit. Aber ich finde den Zug, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin eben bisher am meisten in TSW gefahren. Ich finde halt die Soundkulisse und alles sehr original. Ja. Jetzt mache ich es auch und da steht 45 Kilometer gefahren, aber das liegt daran, ich habe ein neues Profil gemacht. Deswegen zählt alles neu, aber eigentlich bin ich schon viel weiter gefahren. Jetzt sind wir raus aus Bremen, jetzt dürfen wir auch auf 140, damit das Ganze hier mal schneller abgerundet wird. Ja, draußen, zum Thema draußen, heute Nacht hat es gewittert, heute früh. Plötzlich kam der Schnee zurück, Leute, April, April. Kein April-Scherz. Hier in den Bersch hat es geschneit. Wie schaut es bei euch aus? Hat es bei euch geschneit?
weiß nicht, wenn ich aufnehme, hängt das immer ein bisschen. Vorhin war es nicht, aber ich habe vorhin nicht aufgenommen. Aber anscheinend ist hier jetzt nicht so viel Zugverkehr wie auf den anderen Szenarien. Ja, Sifa, ich vergesse dich auch immer wieder, aber es ist nicht so tragisch. Ja, die 425, die wird für mich immer ein Teil von TSW bleiben. Egal welche Lok kommt. Ich meine, die 218, das wird auch cool. Da freue ich mich auch drauf. Noch schöner wäre mal die Strecke Bayreuth-Nürnberg hier in TSW. Das wäre doch was, oder? Was haltet ihr davon? Könnte man doch mal bauen, Bayreuth. Mit den 612er. Wow. Vielleicht sogar noch eine Verlängerung bis Bamberg als RE38. Sehr geehrte Damen und Herren, wir erreichen jetzt das Delmhorst pünktlich. In Delmhorst haben Sie Anschluss an die Regionalbahn nach Bremen mit allen unterwegs halten. DB Region Niedersachsen verabschiedet sich bei Ihnen und wünscht Ihnen einen angenehmen Tag. Jetzt gibt man nochmal Gas hier am Vorort. Achtung, da kommt eine Geschwindigkeitstafel für Delmas. 120. Oh, 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 wir sind ein bisschen schnell, glaube ich. Ja, doch, ist noch ein bisschen schnell. Na, da hat man Glück. Das passt gerade noch so. Schätze ich mal. Ja, Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, Türen sind offen. Wir schauen mal. Pünktlich auf die Minute sind wir angekommen. Geht's dann gleich weiter nach Nordham. Ui. So, wann dürfen wir schließen? Jetzt da, Abfahrt. Wir schauen aus unser Guckloch, ob alles da hinten passt. Und kann Vollgas geben. Jawohl, passt alles. Auf geht's nach Nordham. Nach Hude, meine ich. H für Hude mit 120. DB Region Niedersachsen begrüßt alle zugestiegenen Fahrgäste in Delmhorst auf der Fahrt nach Hude. Der nächste Halt ist dann auch Hude. Die Ankunft sollte 12.25 Uhr sein. Uns ist noch kein einziger Zug entgegengekommen, das ist ja.
Also ab jetzt dürfen wir wieder 140. Also darf ich mit dem Zug doch keine 160 fahren, weil hier werden offiziell 160 erlaubt. Wahrscheinlich dann nur der Intercity. Echt noch kein anderer Zug entgegengekommen. In einem anderen Szenario, wo vorhin leider nicht aufgenommen habe, wo ich gefahren bin, sind wir lauter Güterzüge, lauter Mischzüge, alles. Und jetzt kommt hier gar nichts. Mal noch 9 Kilometer, vielleicht kommt ja noch einer. Mittagszeit ist da eigentlich Schulzeit, warum kommt da keiner? Klar, Güterzug eher weniger, aber schauen wir mal kurz die Vorbeifahrt. Naja, fahr mal halt ohne Verkehr, was soll's. Stellt euch einfach den Pseudo-Verkehr vor. Schon schön die Strecke, die gefällt mir wirklich. Was sagt ihr? Lasst doch mal in die Kommis einen Kommentar da. Was sagt ihr zu der Strecke? Ich finde sie klasse eigentlich. Was soll man da noch sagen? Jetzt haben wir noch 6 Kilometer bis Uhde. Der Zug könnte 160, schätze ich mal, wenn nicht sogar noch mehr. Aber ich schätze, der Streckenfahrplan ist nur für 140. Nach dem Sturm ist wieder alles frei hier. War die Seefahrer knapp. Wir haben weiterhin HP1 freie Fahrt. Kein Verkehr hier in Uhde. In der Box der Uhde. Der Quietschi kann hier einfach durch. Oh, jetzt. Jetzt müssen wir abbremsen für Uhde. Meine sehr geehrten Fahrgäste, wir erreichen jetzt Uhde. Dieser Zug fährt dann nach kurzem Aufenthalt weiter nach Nordham. Oh,
Wir haben eine Zwangse kassiert, Leute. Ah, musste ja kommen. Ich war abgelenkt. So schnell geht das. So schnell hat man hier die Zwangse. Jetzt müssen wir... Das was bestätigen. Ja. Hä? Was denn jetzt schon wieder? Also fuck up. Oh sorry Leute, Pieps. Ich darf nur 40 fahren. Ja, da kommen wenigstens eine 365er, oder? Sieht so aus. Und da kommen die Regionalbahnen entgegen. Schön, wie sie hier schnaufen. Und hier kommt der Steuerwagen. Mit der TRI. Ersatzzug hier. Dürfen auf 60 wenigstens beschleunigen. Sonst kommen wir ja gar nicht mehr auf unser Ziel. Der Ausstieg in Ode in Fahrtrichtung rechts und da wartet ein Kesselzug. Wahrscheinlich auf uns. Aber wir haben ja hier Feierabend, Leute. Ja, also wartet er auf mein Kollegen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit der 425 hier von Bremen nach Ude. Trotz der Zwangsbremsungen. Dazu kann ich nichts. Jetzt habe ich aufgepasst. So. Und dann entriegeln wir rechts die Türen. Am HP0 werden wahrscheinlich dann von den Intercity überholt. Aber für uns ist hier zu Ende. Der Kollege macht dann weiter. Das war's mit dem Szenario, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst euch nicht von dem Wetter unterkriegen. Ja, sonst noch.